zweiten Teil der Python-Grundlagen. Ich stelle, wie schon im letzten Video angekündigt, jetzt noch meine kleine oder meinen kleinen letzten Teil der Serie vor. Es soll um die Reinigungsmaterialien der Python gehen und wir wollen auch gleich beginnen. Nachdem wir denn unsere Pfeife geraucht haben, sie uns geschmeckt hat und wir sehr viel Freude daran hatten, kommen wir ohne Umwege dazu, dass unsere geliebte Pfeife, die uns auch weiterhin schmecken soll, gereinigt werden muss. Und zwar empfiehlt sich hier dieses lustige Teil. Das ist ein Pfeifenreiniger, der ist nicht nur dazu gedacht, um hervorragende Dinge zu basteln, sondern auch zum Pfeifenreinigen. Es gibt verschiedene Varianten der Pfeifenreiniger. Es gibt welche, die sind nur weiß. Ich habe jetzt hier einen, der hat rote Streifen. Es gibt welche, die sind blau. Also welche, die haben blaue Streifen. Es gibt welche, die sind doppelt und dreifach so lang wie diese hier. Für entsprechend längere Mundstücke, für Laserpfeifen zum Beispiel. Da würde so ein kleiner Pfeifenreiniger gar nicht reichen. Wie man diesen Pfeifenreiniger benutzt, möchte ich versuchen euch zu zeigen. Nachdem wir diese Pfeife geraucht haben, nehmen wir uns einen Pfeifenstopfer, wir nehmen das breitere Ende des Pfeifenstopfers, des Pfeifenreinigers, kein Pfeifenstopfer, ein Pfeifenreiniger, stecken den hier rein und merken, irgendwann, es geht nicht mehr weiter. So, hoffe ich, man sieht das. Ja, dort in der Pfeifenkammer sieht man den Pfeifenreiniger. Wir sind jetzt am Ende der Pfeifenkammer angekommen und machen nun mit dem Pfeifenreiniger, wir ziehen ihn langsam rein und raus und reinigen somit durch das Bürsten den Rauchkanal und das Pfeifen Zugloch der Pfeife und reinigen diese von Tabakresten, von Kondensat, von den ganzen ekelhaften Sachen, die wir beim nächsten Mal nicht mehr mitrauchen möchten. Nachdem wir die Pfeifenkammer gereinigt haben, oder besser gesagt den Pfeifenkopf, kommen wir nun mit dem anderen Ende des Pfeifenreinigers zu unserem Mundstück. Nun habe ich mir hier Gott sei Dank ein sehr gerades Mundstück rausgesucht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es Mundstücke gibt, die sind hier am Ende etwas gebogen. Was aber auch kein Problem darstellt. Wir nehmen den Pfeifenreiniger, stecken ihn wieder durch und merken, dass er auf der anderen Seite wieder rauskommt. Das ist ja ganz klar, es ist ja kein Widerstand da. Und hier machen wir bei dem Pfeifen, mit dem Pfeifenreiniger, machen wir es bei dem Pfeifenmundstück, genauso wie beim Pfeifenkopf. Wir bewegen den Pfeifenreiniger hin und her, reinigen somit die Pfeife oder das Pfeifenmundstück. Normalerweise ist dieser Pfeifenreiniger jetzt schwarz, gelb, dreckig und kommt in den Mülleimer. Meiner war dies nicht, da ich eine unbenutzte Pfeife genommen habe, um es euch zu demonstrieren. Wenn wir nun die Pfeife schon einige Male benutzt haben und gereinigt haben, auf die Weise, die ich euch gerade gezeigt habe, und wir der Meinung sind, naja, aber so richtig rein gereinigt ist sie zwar, aber so
so wirklich gründlich gereinigt ist sie nicht. Das ist auch gar kein Problem. Es gibt ja die Möglichkeit heutzutage, dass wir die Pfeife tiefenreinigen oder grundreinigen. Dazu nehmen wir uns die allbesagten Pfeifenreiniger. Sehr viel Zeit. Ich betone das deswegen, weil das keine Sache ist von 2-3 Minuten. Aber man muss es gründlich machen. Wir nehmen uns dann auch Isopropylalkohol. Dieser ist in der Apotheke zu bekommen. Kostet ja maximal 10 Euro. Kommt auf die Größe der Flasche an. Das hier ist jetzt eine 100 Milliliter Flasche. Wir benötigen unter anderem noch ein Baumwolltuch. Ich habe hier jetzt ein handelsübliches Geschirrtuch, was nur zum Reinigen und zum Polieren und Putzen der Pfeife gedacht ist. Wir nehmen ein, was auch möglich ist, ist ein Mikrofasertuch, was sehr weich ist, was sehr saugfähig ist. Aber vielmehr geht es hier um die Flauschigkeit dieses Mikrofasertuchs, damit wir nicht unbedingt irgendwelche Schlieren uns ins Holz kratzen oder ähnliches. Was wir dennoch benötigen, sind beispielsweise Ohrenstäbchen. Die lassen sich hervorragend nicht nur zum Ohrenreinigen benutzen, sondern auch für unseren Pfeifenkopf. Besser gesagt für die Filterkammer und für die Filterkammer im Holm und für die Filterkammer im Mundstück. Man nimmt ein Ohrenstäbchen, tränkt dieses mit Isopropylalkohol, nimmt dieses Ohrenstäbchen und tut es in die Filterkammer des Mundstücks ein und reinigt dieses Mundstück so lange, bis man ein weißes Ohrenstäbchen hat. Man wird sehen, es ist keine Sache von 2-3 Minuten, wie schon gesagt. Es ist auch keine sehr schöne Sache. Aber wenn man zum Schluss ein weißes Ohrenstäbchen hat, am Ende, dann freut man sich doch darauf wieder, dass man diesen ganzen unschönen und dreckigen Schmodder aus seiner Pfeife raus hat. Die Pfeife ist grundgereinigt. Das gleiche, was man beim Mundstück gemacht hat, macht man beim Pfeifenkopf. Man nimmt das Ohrenstäbchen, tränkt es wieder in Isopropylalkohol. Man tränkt es so, dass es nicht tropft. Also man feuchtet es nur an, geht damit langsam in den Rauchkern, in die Filterkammer, in den Holm, reinigt diesen auch, so lange bis es weiß ist. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, das ist wirklich ein anderes Raucherlebnis. Ich möchte meinen zwei Teile damit jetzt beenden. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch, den Neueinsteigern oder die zur Pfeife kommen möchten, ein paar Einstiegstipps geben. Ich hoffe, mein Zweiteiler ist mir gelungen. Ja, und alles Weitere wird sich zeigen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr dazu sagt. Und möchte mich bei euch allen bedanken. Möchte euch eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen.
und verbleibe in diesem Sinne bis demnächst.